Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Florian. Heute stelle ich euch den Projekt-Table vor. Also wie man sowas baut, das zeige ich euch jetzt. So, alles klar. Wir benötigen erstmal dazu ein bisschen Stein, ein bisschen Holz und eine Truhe und eine Werkbank. So, wie wir sowas bauen, ist total einfach. Wir machen uns hier 1, 2, 3, die erste oberste Reihe, 3 Steine hin. Danach packen wir rechts und links Holz hin. Das ist total einfach. Und packen die Werkbank und die Kiste hier hin. Und ruckzuck haben wir ein Projekt-Table. Und den können wir uns jetzt hinstellen. Total geil, das Ding. Und was kann man alles mit dem machen? Man packt hier unten die ganzen Gegenstände hin. Zum Beispiel, und wenn ich jetzt hier sage, ich hätte... Probieren wir es mal ganz kurz aus, ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier kann man mit alles craften, was man möchte. Das heißt, ich möchte machen hier diese Stöcker, ne? Dann habe ich hier unten das Material und ruckzuck habe ich Stöcker. Total genial und sogar so einfach simpel. Ja, man kann damit eigentlich fast alles machen. Klar kann ich damit jetzt fast auch alles craften und bauen und machen. Ist total geil und man braucht nicht immer, wie bei dem hier, wenn man was reinschmeißt und das verlässt, fliegt es automatisch wieder raus. Bei dem packe ich das rein und es bleibt drin. Und das finde ich so geil an den Dingern. Das macht auch immer wieder Spaß. Machen wir ein bisschen Kohle hier rein. So, Stöcker, Kohle. Hups. Und man sieht, man hat Kohle und so. Ruckzuck haben wir Fackeln. Total geil eigentlich, ne? So, voll simpel, sowas zu machen. Also, ich bin davon selber sehr begeistert, von dem Ding. Deswegen freue ich mich auch immer darüber, wenn ich dann möglichst viele Fackeln habe und immer was zum Abbauen habe und so. Ja, man kann damit eigentlich alles bauen, was man will. Bis auf so Kleinigkeiten, die kann man natürlich dann noch extra machen. Aber wie gesagt, man kann hier, meine Liste ist groß. Sogar ein Enderman-Auge kann man machen, aber... Naja, das ist ja dann nochmal so eine Ansichtssache. Ja, wie gesagt, hier habe ich gerade noch ein bisschen weiter gebaut. Ja, hier ist mein kleines Fell und hier kommt natürlich... meine Schafsherde hin oder meine Kuh oder meine Schweine. Je nachdem, was ich noch mache. Das ist natürlich auch noch so Ansichtssache. So, da natürlich werde ich da jetzt noch ein Schild machen für... Ups. Haben wir hier noch ein bisschen Holz? Natürlich. Ach, wir gehen eben nochmal schnell was Cram holen an Holz. Während ich noch weiter erzähle. Ja. Und ich werde jetzt demnächst halt eben sehr viele davon Tutorial, Let's Plays machen. Um zu schauen, wie es so funktioniert und naja, um euch das doch ein bisschen zu erklären und zu zeigen. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Das neueste Video seht ihr dann unten rechts in der Ecke und den Abo-Button habt ihr oben links. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Würde ich mich total darüber freuen. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Nachmittag. Und bis dahin. Moment. Ja, ciao, ciao.